Komm jetzt, eine richtig geile Stimme. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Hey, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie fühlst du dich? Ja, so jetzt, ich weiß nicht, ein bisschen aufgeregt, happy, relieved. Also, einfach gut. Was war für dich jetzt so der schönste Moment auf dieser Bühne? Also klar, eben die 90 Sekunden, wo du einfach engelsmässig, bombenmässig gesungen hast. Und nachher, also jetzt der ganze Moment auf dieser Bühne? Also ich finde so die Spannigkeit, wer dreht um. Also das ist mega schön, wenn Stress umgedreht hat und so. Das habe ich schon, oh, okay, cool. Und auch der Moment, wo das Publikum aufgestanden ist, das war auch mega schön. Es hat mich schon voll zu einer anderen Ebene aufgepusht. I'm so happy to have you on my team. Hey. Du bist eine riesige Stimme und du hast nur deinen Platz auf dieser Show. Dankeschön. Brandy Butler! Es ist ein gutes Zeichen, dass meine Stimme erkennbar ist auf eine Art, dass er mich schon vom Anfang kennt. Und ich finde so, wenn ich mit irgendjemandem arbeiten muss, dann ist das gut, dass ich mit irgendjemandem, wo ich weiss schon, wie sie arbeitet. Und bin froh mit dieser Art von Arbeiten. Was meinst du, was kommt jetzt noch so auf dich zu bei der Voice of Switzerland? Auf was freust du dich am meisten? Ich freue mich sehr, dass ich so schon bis jetzt coole Leute kennengelernt habe und dass sie sind auch dabei und ich freue mich, dass ich mit so wirklich talentierten Sängern arbeiten und battlen und einfach, ja, das ist für mich ein riesiger Push, dass für mich, dass ich einfach wieder zum Üben und besser werde. Das finde ich so cool. Das habe ich lange nicht mehr gehabt. Und wir freuen uns ganz einfach auf Brandy. Ha ha ha.